habe es mir gerade zum Frühstücken bequem gemacht und dachte, ach, könnte ich euch wieder mal ein Video schicken. Ich war am Wochenende mit einer Freundin zusammengesessen beim Abendessen und die meinte dann zu mir, Mensch Sabine, du machst doch jetzt Videos, erzähl doch auch mal was darüber, dass unser Leben ja wie der Jahreskreislauf ist. Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Wir haben alle Zeiten und nicht wie in einem Jahr immer schön der Reihe nach, manchmal auch ein bisschen turbulent durcheinander und alles hat seinen Sinn. Ich kenne das, ich weiß, wovon ich spreche und manchmal, wenn gerade tiefster Winter herrscht und man das Gefühl hat, alles ist zugefroren und es geht so gar nichts vorwärts, dann ist man schnell der Meinung, ja Sabine, hast mal gut reden, ne? Komm du erst mal in meine Situation. Ich war in einigen bösen Situationen, wer mich kennt, der weiß das und von daher, so blöd sich diese ganzen Poesiealben, Sprüche, Motivationssprüche oftmals anhören, es steckt viel Wahres drin. Und ja, manchmal braucht es auch den Winter, damit das, was keimen, was wieder aufblühen soll, erstmal Zeit hat, Kraft zu sammeln, Energie zu tanken. Wir sind nicht immer auf 100% und manchmal haben wir das Gefühl, wir sind auf so einem, wie heißt es bei Batterien immer, Low-Level-Zeitraum, dass so gar nichts mehr geht. Und auch das muss dann sein. Dann braucht halt entweder dein Körper, dein Geist einfach Zeit, Energie zu sammeln. Vielleicht auch muss da erst was sich entwickeln. Und so langsam, aber sicher, wenn es dann so Frühling wieder wird in deinem Leben, dann kommen diese kleinen Pflänzchen nach oben. Manche sprießen da durch die Erde, dass man sich selbst wundert, wo kommen die plötzlich her. Manche wachsen so ganz zart und leise, dass man dabei zugucken kann. Und ja, genießt diese Zeit. Also ich habe mitbekommen, für viele ist gerade jetzt, wo so langsam Frühling draußen wird, die Zeit, wo die Leute anfangen und merken, ja Mensch, ich habe wieder mehr Lust, ich gehe raus, es bewegt sich was. Auch in meinem geschäftlichen Umfeld tut sich was oder im Privatleben tut sich was. Nicht umsonst spricht man immer von Frühlingsgefühlen. Irgendwie erwischen die uns immer alle, keine Ahnung wieso. Ja. Und dann genießt doch diese Zeit, dieses Neue, dieses, wo man vielleicht noch gar nicht weiß, was wird draus, ne? Welche Blüte habe ich denn zum Schluss irgendwann an meinem Bäumchen oder an meinem Busch, was immer da gerade heranwächst. Genießt dann die Zeit des Sommers, wenn alles so voll im Erblühen ist und irgendwann müssen die Blätter auch wieder fallen, denn irgendwann müsst ihr auch wieder Energie tanken und euch ein Stück weit zurückziehen und ein bisschen ruhiger machen. Denn wer das nicht macht, das sind die Leute, die dann zu mir kommen, die ausgebrannt sind, die nicht mehr wissen, was los ist, die das Gefühl haben, ich kriege gar nichts mehr auf die Reihe. Und ja, lass es doch gar nicht so weit kommen. Genieß die Zeit, nimm dir aber auch immer deine Auszeiten, so wie ich heute mit meiner Tasse Kaffee und ihr habt es im Hintergrund gehört, meiner Morgen-Chill-Musik. Ich wünsche euch einen ganz tollen Tag, ich wünsche euch einen super schönen Frühling und wenn ihr Hilfe braucht, ihr kennt meine Webadresse. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Tschüss.